Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und wir haben hier Clint von Gonzales und Clint hier, die YouTuber. Hallo, na? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Nö. Also. Muss ja nicht immer was kommen. Ist ja wie daheim, ne? Verstehst du? Egal. Wir haben heute den 14. Juli und am 14. Juli hat wer Geburtstag? Milo, hier der Sänger. Milo, guck mal, so sieht er aus. Ja? Hier, der hat so ein bisschen Frisur wie du. Ein bisschen. Total. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen länger an der Seite. Also hier der Belgische. Ja, hast du mal richtig lang wachsen lassen jetzt. Ja, ja. Habe ich. Aber richtig. Mal so richtig lang. Ja, ja. Mal so. Aber hier, aber was für Lohn, ne? Das bist du gar nicht gewohnt normalerweise. Nee, ich habe gedacht, heute so einen speziellen Tag. So. Ja. 14.7., also, da muss man mal. Ja. Du bist aus Buxtehude, gell? Ja. Da wo der Hase und Igel. Bist du in Buxtehude auch Rastaman genannt aufgrund deiner Frisur? Nee. Sehr aber klar. Nur im Ghetto. Habt ihr ein Ghetto? Ja, Buxtehude auf jeden Fall. Ja, wie heißt das Ghetto? Wie heißt das denn noch? Das ist hier. Komischer Name. Ist ja egal. Ja. Ja, wurscht. Ja, am 14. Juli, am 14. Kommt vielleicht noch drauf, ist ja egal. Am 14. Juli 1965 ist die Raumsonde Mariner am Mars vorbeigeflogen. Erstmals. Erstmals? Also kam die auch wieder zurück, oder? Nee, wie erkläre ich es dem Kinde? Also. Das ist das erste Mal passiert, dass eine Raumsonde so weit überhaupt geflogen ist. Richtig. Gut, dann sag das doch. Ja, aber ich wusste nicht, wie ich es sage, dass du es kapierst. Welches Jahr war das? 1965 war 65. Das. 1965 ist das erste Mal so eine Raumsonde am Mars, zack, vorbei, am 14. Juli. Mensch. Hammer hat, ne? Was der 14. Juli ist. Da geht alles. Ja, und am 14. Juli war noch was? Ja, da war noch was. Da wurden in Deutschland alle Parteien verboten, außer die NSDAP. Ja, 1933. Ja. Noch. Das war, Hintergrund ist klar, ne? Ja, da hat sich ein Österreicher gedacht, wir wollen mal ein bisschen größer werden. Ja, genau. Das war nicht Roger Federer, sondern ein anderer. Ja. Ja. Und am 14. Juli ist aber auch Nationalfeiertag in Frankreich. Echt? Frankreich sagen immer diejenigen, die ein bisschen Englisch angehaucht sind und Deutsch reden wollen. Achso, das ist wie mit Ketchup. Leute mit Bildung sprechen es so aus. Was sagt er? Ketchup. Wundert sich aber, wenn sie keinen bekommen. Ketchup. Ach so, Ketchup. Ja. Ah, ja, genau. Leute, in Frankreich ist auf jeden Fall heute Nationalfeiertag. Ja, dann. Vive la France, sage ich dann nur. Ja, ja. Baguette. Mon Dieu. Mon Dieu. Was man immer. Tour Eiffel. Jeanette. Jeanette? Ja, kann man ja alles. Zigarette. Kennst du Frankreich? Frankreich, das Lied? Nee, ich kenne nur hier, wie heißt das? Nö, lass das. Also, kenn ich nicht. Voulez-vous coucher, das kennst du, ne? Das kenne ich. Ja, genau. Willst du schlafen? Ist ja ein ganz schlimmer Satz. Nee. Wenn du dann noch was anderes hinzufügst, dann ist es ein bisschen fieser. Ja, aber das machen wir ja nicht. Ja, voulez-vous coucher, kannst du ja immer sagen. Ja. Ja. Willst du schlafen? Ja. Geh doch. Ja. So ungefähr, ne? Hau doch ab. Ach komm, was erzähl ich eigentlich? So, also das war Clint hier von Gonzales und Clint am 14. Juli. Und ich sag, schön, dass du da warst. Immer wieder gern. Wir sehen uns, glaube ich, nochmal öfter, ne? Vielleicht mal vielleicht sehen. Okay. Cheerio, Miss Sophie. Halt die Haare. Ganz nach vorne. Ah, lass sie wehen. Ach so, lass sie wehen. Ja, genau, Entschuldigung.